Nachdem wir beim letzten Mal den ersten Boss der zweiten Welt weitergemacht haben, geht's hier fröhlich weiter und damit, kill Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ich kann nicht genug von dem Spiel kriegen, deswegen ist das heute auch schon, ich glaube, die sechste Folge, die ich aufnehme. Ist ja auch egal. Dieses Spiel macht so unfassbar Spaß. Ich bin mal zu diesem Haus hier gelaufen, um zu gucken, was sich darin befindet und dich kenne ich. Verloren! Das ist Madame Vastrella. Falls ihr sie noch nicht kennt, die gab es im ersten Teil von Mario und Rabbids. Und da hat sie gesagt, ihr seid alle verdammt, verdammt. Und hat das die ganze Zeit rumgeschrieben. Ihr seid alle verloren, verloren. Hachi. Entschuldigung, ziemlich kalt hier. Höchste Kundenbewertung. Madame Vastrellas Dimensionsdrift. Uhren stehen zu eurem Diensten. Aber nicht, wenn ihr nur hier seid, um euch aufzuwärmen. Nur zahlende Kunden. Aufregende Kämpfe erwarten euch jenseits des Portals. Wählt euer Team mit Bedacht. Wenn jemand im Portal erbricht, zahlt ihr die Reinigung. Bitte, bitte, bitte. Was? Okay, wir können hier Herausforderungen spielen. Widerruf! Seid ihr sicher, dass ihr... Ja, ich bin voll sicher. Komm, let's go. Lass mich das doch mal testen. Da gibt's jetzt so ein Secret Fight, oder wie? Also nochmal ganz kurz, bevor wir runter zu dieser Mansion gehen oder zu dieser Villa oder so, schauen wir uns natürlich nochmal den Bereich vorne an und die ganzen Bereiche, die wir freigeschaltet haben, als dieses Eis abgeschmolzen ist. Und dann gehen wir dahin. Das wird wahrscheinlich erst in der nächsten oder übernächsten Folge sein. Ganz genau. Ihr müsst bedenken, dass das ein sehr großes Projekt werden kann. Oh mein Gott, geht hier viel ab. Und bevor wir dann in die dritte Welt steppen, machen wir dann noch, ja, ich werde mich auf jeden Fall heilen. Machen wir dann noch Backtracking der ersten Welt. Ganz genau. Noch wichtig zu erwähnen. Ich krieg mehr. Wollt ihr mehr? Weiß ich nicht, ob ich mehr will, aber... Kommt Rapid Luigi durch die Röhre. Rapid Luigi kann zweimal dashen. Ich habe ihm den zweiten Dash gekauft, weil mir das irgendwie war. Also wir können einmal hier dashen. Und ihn auch nochmal. Der verfolgt uns wieder. Der ist kein Typ, dem kalt ist. Deswegen wir hier, glaube ich, den Zug ein bisschen besser planen müssen. Und zwar so... Hätte ich gesagt. Also wir zünden ihn gleich komplett aus dem Leben wie sonst irgendwas. Und ich hoffe, dass ich das auch alles überlebe. Okidoki. Okidoki. Jetzt aber überlegen, wo man sich schlau positioniert. Dass ich nämlich auch noch andere Gegner treffe. Da unten steht noch so ein Swamp. Der kann hier hochjumpen, wa? Ja, das habe ich gemerkt. Treffe ich den Kollegen? Ja, tue ich. So, wir gehen auf sie. Zünden, dass wir alle stärker werden. Und throwen einfach mit Rabbit Luigi mal unseren Boomerang hier rein. Zack. Dadurch wird der Typ jetzt herlaufen. Kriegt von Mario einen Double Shot mit. Und von ihr, zack. Und beide sind down. Ne, der unten hat noch überlebt. Ach, alles gut. Den treffen wir doch, oder? Wir den nicht treffen. Mario, kannst du dich ein Stückchen da runterbiegen? Gerne. Er ist sowieso down. Ne, er kommt durch die Röhre. Er kommt durch die Röhre. Ach nein. Dann verschwende ich einen Schuss auf einen Goomba. Warum nicht? Okidoki. Ja, so okidoki ist das dann doch nicht. Dashen können wir mit ihr nicht mehr, gell? Ah, nee, dann zurück. Aber dann halt einen strongen Teamsprung. Hier weit, weit weg. So weit, dass ich sogar hier runter könnte.
Um dann hier nach oben zu gehen? Bin ich in einem Loop gefangen? Oh, oh, oh. Nee. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin, wieder ganz an Anfang. Alles gut. Ich würde sagen, wir bleiben. Hier runter zu springen war vielleicht nicht die beste Idee. Wir können aber ein paar schwächer machen. Und ich würde sagen, das tun wir auch. Weil ich habe keine Ahnung, wie der Dude gleich abgeht, wenn er hier hochkommt. Ich gebe den Zug ab und wir gucken, was unsere Gegner denn da mit ihrem Glück anfangen werden. Hey! Ja. Du bist sehr weit weg. Ich glaube, du bist mir erstmal egal, ja? Hier vielleicht nicht um. Weil halt der Kollege hier hoch kann und Rabbit Luigi angreifen will. Das war mir klar. Der kommt nicht bis zu uns. Der kommt nicht bis hierher. Ja. Okay, sorry. Wow. Oh. Luigi is about to die. Whoosh. Nya, nya. Whoosh. Show me no effect. Ich bin einfach gestorben. Sonst noch wer? Ja, tatsächlich noch sehr, sehr viele, um die du dich kümmern solltest. Aber Mario kann ja auch mal was machen. Mario macht hier den Dash. Boing. Macht den Team-Jump mit Jump-Attacken-Move. Und ich hätte gesagt, er fliegt hier runter. Und wir schießen hier zweimal rein. Nicht schlecht. Wem hat der Kollege noch? Oh, zu viel. Bleiben wir mit Rabbit Luigi hier stehen und zünden Pilze. Ich habe nämlich 10 Stück gekauft. Ja, das war mir wichtig. Und komm, komm, komm. Gut Damage holen. Gut Damage holen. Wunderbar. Er lohnt sich nicht. Er wird safe von denen da hinten angegriffen werden. Reflektieren an der Stelle smart, I guess. Der muss halt hoffen, dass er ihn nicht erwischt. Wie weit kannst du laufen? Nicht bis zu mir. Hehe. Ja, da hinten könnte halt schießen. Ich muss jetzt einfach hoffen. Rabbit Luigi überlebt die Runde auf jeden Fall. Haben Sniper eine höhere Wahrscheinlichkeit, über halbe Blöcke zu schießen? Das wäre nämlich krass. Kommst auch noch? Komm, schieß auch noch auf Mario. Schade, nein. Okay. Ja, das war mir auch klar, natürlich. Entweder rennt er zu Luigi oder halt zu Mario. Alles gut, kein Stress. Ich darf einem laufen, oder? Ja. Weil doch mit. Mario hat genug Leben. Wird er von allen geschossen? Ich kann das auch, was ihr könnt. Ich muss jetzt ganz kurz strategisch überlegen, was ich mache. Aber ich mache lieber das hier. Und feuer auf die beiden komplett drauf. Darf ich wieder laufen? Scheinbar nicht. Aber das soll mich auch gar nicht aufhalten. Weil das hier gönnt rein. Beide weg, minus nur einer. Ich will mir auf jeden Fall mal hier so einen Namen vergessen.
Kann ich mit Mario noch laufen? Nee, kann ich sowieso. Ha! Yo-Yo! Er kann nichts tanken, er muss noch mal heilen. Ich spür's! Los, fang! Ich glaub nicht, dass das was bringt, ja, nee. Oh, der Gegner. Der Typ von unten wird wieder hochkommen und nochmal Mario hitten. Weiß ich. Mario ist tot. Oh, no. Das ist jetzt aber gar nicht nice. Okay, jetzt, es muss was passieren. Es muss viel passieren. Deswegen ich genau das tue, wonach es jetzt aussieht. Volles Kanonenrohr. Auf den maximalsten Damage hoffen. Hoffen, dass sie anlaufen. Zack, zack. Viel zu leicht. Na los. Muss dir Damage in Kauf nehmen. Oh nein, muss ich nicht mal. Ich bin anscheinend irgendwie... Ach, das ist der Typ, der... Achso. Sollte mich auch hier nicht sehen. Fügt noch so irgendeinen komischen Wasserschaden hinzu. Ich hab auch einen Schaden. Komm, hier. Zack, schön. Hier noch das Effektiv rausgeholt. Ja, okay. Not so nice. Ich kann nichts tun. Wirklich gar nicht. Wenn ich hier durchgehe, wo komme ich raus? Da hinten. Geh nochmal zurück. Da habe ich natürlich hier... Nee, ich habe immer noch das gleiche bewegt. Hey, entweder ich mache ihn jetzt oder halt nicht, gell? Meine Fußarbeit, wirf dich um! Swoosh! Mann! Immerhin über Rabbit Luigi, den, um den ich am meisten Angst hatte von Anfang an. Wenigstens überlebt er. Falls er bis zu mir kommt, man weiß ja nie. Er hat ja nur noch minimal Leben, aber man weiß ja nie, was noch passieren kann. Okay, er kommt nicht mal durch die Runde. Sing! Wunderbar! Also, was heißt wunderbar? Zwei von drei Charakteren sind gestorben. Champion. Aber wir haben die Schlacht trotzdem gewonnen. HP werden auch genauso aufgefüllt, wie ich das möchte. Das ist jetzt aber nicht so schön. Aber wir haben es halt geschafft. Wie kostet mich das? Nur 150? Hä, das ist mega günstig. Ich dachte, das ist so prozentual. Du hast überlebt. Großartig. Also, ich sag mal so, wenn ich eine Leistung sehe und ich würde sagen, großartig, sieht die Leistung nicht so aus. Ah, okay. Achso, hier hinten gibt's... Die habe ich vorher schon einmal. Lass uns mal hier hochgehen. Und ich hier runter. Oder doch hier runter? Nee, nicht hier runter. Das sind Gegner, die wir schon 10.000 Mal bekämpft haben. Wahrscheinlich auch off-camp bis morgen noch 10.000 Mal bekämpfe. Oh, hier ist wegen eine Rabbit-Katze. Diese chinesischen Restaurant gibt's immer. Die machen immer so. Die sehen dabei so cursed aus. Wunderbar, damit gehe ich die immer so. Voll lustig. Finde ich voll cool. Wollte ich schon immer einen haben zu Hause. Aber die sind anscheinend voll teuer. Kostet 20 Euro oder sowas. 25. Kaufe ich nicht. Nicht für den Preis. Okay, machen wir weiter, weil ich bin so hyped. Macht so Spaß. Siege einsame Wölfe.
Das tue ich doch gerne, kein Problem. Ziehen wir es durch. Ja, ziehen wir es durch. Wo sind die denn? Heißt aber nicht, dass ich euch auch nicht besiegt habe, oder? Perfekt. Gibt's denn von euch welche? Ganz da oben? Ja, ich habe jetzt meinen Dash schon aufgebaut. Ich könnte meinen Angriff stärken, aber es lohnt sich. Also zumindest nicht. Smart. Ich dash den erst. Dann ist er weggestampft worden. Dann fliege ich nochmal bis hierher. Und drück ihm mit ganz viel Luck eine Doppelte rein, hab die Schlacht im ersten Zug gewonnen. So geht eine gute Leistung, Leute. Das war wunderschön. Es gibt auch gut Erfahrungspunkte. Das war ein Level 13er und ein Superpilz. Das finde ich, die sind sehr wichtig. Leute, achtet darauf, auf Superpilze. Als Tipp am Rande von jemandem, der auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad. Ringestreifende Quetscher zur Strecke. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Das war ja ein Dings. Guten Tag, wer bist du denn? Was für eine Aussicht. Ich hätte die nie genießen können, wenn ich beim Schneesturm ein Ende gehabt hätte. Ja, sieht echt schön aus. Hier waren vorher die Toads, gell? Ja, und hier war vereist. Da konnten wir nicht lang. Dann gehen wir jetzt hier runter. Ich würde sagen, wir teleportieren uns runter. Weil das geht, glaube ich, schneller, wie jetzt komplett durch die ganzen Höhen zu laufen. Ich würde sagen, unsere Aufgabe ist jetzt erstmal, 3 von diesen Hüpfdingern kaputt zu machen. Einfach so ein bisschen grinden. Oder nein, nein, wir machen das nicht. Ich mache das off-cam, diese 3. Okay. Und dann ist gut. Währenddessen können wir mal gucken, was der Spark von uns möchte. Guten Tag. Ich habe mit meinen Pinguin-Freunden Verstecken gespielt, aber das wurde langweilig. Und jetzt will ich lieber Pirat spielen. Das Problem ist nur, dass sie noch versteckt sind. Könnt ihr meine 3 Pinguin-Freunde finden? Wenn ihr einen findet, dann werft ihn auf das Schiff, damit wir unser Piratenabenteuer beginnen können. Ihr könnt jetzt rauskommen. Pinguine so. Ist hier. Ich weiß, dass hier so ein Stampfer langläuft, deswegen passe ich hier mal ganz ordentlich. Oh, hier auch. Oh. Was ist denn hier oben? Jetzt hier so ein Pinguin-Freund. Sieht tatsächlich aber nicht so aus. Weil das hier ganz schön sass ist hier hinten. Wohin geht's denn hier noch? So, einmal die Weltreise gemacht. Da ist ein Pinguin. Ich hab dich gefunden. Und jetzt. Nein. Bitte. Jetzt weiß ich aber, wo er rauskommt. Jetzt geht er. Das ist nicht dein Ernst. Nein! Nee. Komm ich denn da hin? Oh, der spawnt hier wieder. Achso, kein Problem. Jump hier runter. Und werf dich auf das Piratenschiff. Das ist der Erste. Ah, das war das Schwein, gell? Schweinshasending. Hier könnte einer drin sein, ist er aber nicht. Hier gibt es auch noch eine Quest, scheinbar. Ich suche jetzt aber erstmal Pinguine, komm. Wir machen eins nach dem anderen. Oder was heißt eins nach dem anderen? Wir machen halt so, dass passt. Was ist denn noch Pinguine? Er hat was gesagt von 3. Hier habe ich erst einen gefunden. Kann man sich bei dir Tipps holen? Nee, scheinbar nicht. Da unten könnte sich einer verbergen. Aber da müsste ich halt erst den Kampf machen. Aber sieht erstmal nicht so aus. Ich sehe aber auch keine. Hier ist eine Röhre. Aber keine Dings. Hm.
Nee, das ist nur ein Vogel. Was willst du denn von mir? Oh, wieder Dummbarsche irgendwo reinwerfen. In den Brunnen da unten. Ja, warum denn nicht? Komm, machen wir das kurz. Tag auch, Sportsfreunde. Ihr seht aus, als wärt ihr voller Tatendrang. Bereit für einen Flockenbrocken, Dummbarsch-Weitwurf-Wettkampf? Flockenbrocken, was? Dummbarsch-Wettkampf. Ihr müsst alle Dummbarsche in den Brunnen werfen, bevor die Zeit um ist. Dann gibt's, dann gibt's so ein komisches Gedöns. Wusste doch, dass ihr getroffen habt. Kleiner Tipp, erst dashen und dann taken. Wir haben das schon mal gemacht. Alles gut. Ich bin vorbereitet. Jetzt schaffe ich gar nicht. Ich krieg dich. Ab geht's. Was, welche Zahl müssen wir denn bieten? Komme ich da runter? Ja. Einfach vielleicht diesen Weg entlang. Und tschüss. Die Musik ist so skandalös gut. Geht's. Spawn wieder welche. Und rein damit. Zack. Ja, nächste. Oben sind noch zwei. Mario World Mucke. Auch schon beim letzten Mal gehört. Ein geisteskrank guter Remix. Abgecampt, ganz wichtig. Wir wollen ja schließlich die Punktzahl haben. Welche müssen wir denn? Ich weiß immer noch nicht, wie viel wir mindestens schaffen müssen. Und weil ich das nicht weiß, macht mir das Sorgen, dass ich schlecht bin. Den noch, mindestens den noch. Ja. In 3 Sekunden. Und tschüss. Ah, nee. Schade, dass der nicht noch reingeflogen ist. Hab ich es geschafft? Ich weiß es nicht. Erste Sahne, das war dufte, Sportsfreund. Dafür gibt's Gold. Wenn das gut genug, um Profi zu werden und ein ausschweifendes Leben zu führen, bist du ausgebrannt, bis du einen Job als Herausforderungsvermittler annehmen musst. Nicht mal nah dran, aber ihr könnt es jederzeit wieder versuchen. Okay, wir haben es nicht geschafft. 7. Ihr Dummbarsche für den Sieg. Also doch, wir haben es geschafft. Okay, gut. Ich war gerade voll verwirrt, hä? Sagt er, wir hätten es nicht geschafft? 7, wie viel hatten wir? 9 oder so? Nee, ich mach das nicht nochmal. Ich habe beides beim ersten Mal geschafft, also möchte ich hier auch beides haben, Mann. Naja, ist ja auch egal. Komm ich nach da oben? Scheinbar von hier ist doch von da drüben aus. Auch nicht. Ha. Keine Ahnung. Ich will nochmal einen Kampf machen. Wo ist denn nochmal so ein rumlaufender Typ? Da ist noch ein Pinguin. Ja. Und tschüss. So, wirft er den immer. Ich drücke nicht Doppel-A. Würde ja Sinn machen, wenn ich zweimal A drücke, dass er das tut. So haben wir den zweiten. Wunderbar. Ja, das sind sie auch zu zweit. Ist das nicht toll? So. Und was möchtest du? Du möchtest immer noch, dass wir Quetscher besiegen. Ja, ja, mache ich ja schon. Komm. Der ist Level 10. Er sollte hier easy kaputt gehen. Wenn ich ihn auch nur angucke, sollte er schon umfallen. Verneint. Weil ich so gut bin. Ja. Ach, es ist spät. Wir haben 19 Uhr. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer Mario & Rabbids aufzunehmen. Ich sollte schlafen gehen irgendwie. Es ist Samstag. Heute ist der 22.10. Mal gucken, wann die Folge kommt. Mir nach. Siege alle Gegner. Das sollte jetzt nicht das Problem des Jahrtausends sein. Wieso? Hä? Ich kann den nochmal dashen? Ich kann mit ihr zweimal... Warum auch nicht? Also... Mach das... Ich flieg da runter. Hm.
Ja, so. Eintagsfliege. Ich was? Wohin kann denn Mario laufen? Ja, sogar noch ein bisschen vor um die Ecke. Und dann würde ich mit Mario hinfliegen und den Typen von oben dashen. Also, was heißt dashen? Ihr wisst, was ich meine. Ich würde ihn anspringen. Boing. Dann nach hier hinten. Bei den Kollegen kann ich ja noch dashen. Ja, und dann einen Doppelt mehr reindrücken. Relativ easy und entspannt. Okay, er ist vielleicht nicht ganz so entspannt. Da muss man ein Stück Abstand halten, sonst wird man ebenfalls in die Luft gejagt. Und das wollen wir natürlich nicht. So. Jetzt noch die Heldensicht activaten. Können wir denn noch machen? Ja, das lohnt sich nicht. Wenn sich der Kollege jetzt bewegt, ja, ist er down. Wunderbar. Ich glaube, wir machen das doch noch in dem Part. Die Challenge mit denen zu besiegen. Geben auch echt gute Erfahrungspunkte. Also dafür, dass es halt Standardgegner sind und keine Bosse oder sonst irgendwie was. Sondern die einfach nur ein bisschen rumstehen, sind die echt, echt strong. Und da unten ist noch einer. Machen wir den doch noch gerade. Zeigen ihm mal, wie das Leben unter der Erde ist. Ja, das war böse. Es tut mir leid. Das war sehr böse. Alles gut. Okay, steppen wir rein. Auch schon dunkel tatsächlich. Überall diese Tentakel. Okay. Also ist es nicht. Also. Ich meine ja nur, aber. Hoch mit dir. Bitte, bitte, bitte. Ja. Mir ist den hier zu dashen wichtiger als die anderen. Weil ich kann ja. So. Genau. Treff ich die hier? Geht's doch. Ich fände es cool, wenn man die, den häufiger abprallen lassen könnte. Das wäre doch mega strong, nicht? Ich überlege gerade, mit wem ich runter möchte. Mario hat halt seinen Stampfer. Aber sie kann zweimal dashen. Und Double Dash ist halt, glaube ich, mehr. Bringt aber gar nichts in dem Fall. Double Dash. Weil ich gar nicht mehr so weit komme danach. Aber sie kann mehr Schaden machen als Mario. Fliegt trotzdem mal nach hier hinten. Noch im Radius, okay. Keine Chance. Da fehlen irgendwie Gegner, oder nicht? Aber sie kann eben noch die hier rausnehmen. Den Goomba macht Mario dann. Das war in jederlei Hinsicht weird gerade. Ah ja. Mal gucken, ob das was bringt. Kann ich die Animation skippen? Ja, kann ich sogar. Cool. Gib den. Ach, wobei, komm. Dann wäre er auch weg. Aber da steht, dass noch mehr Gegner kommen. Also vermute ich mal. Deswegen soll ich vielleicht nicht alles rausballern. Aber ich stelle mir das jetzt auch nicht zu schwer vor. Ehrlich nicht. Nee, nee, komm. Zeig mal, was du kannst, Goomba. Armselig. Das so war's, doch? Das. Okay. Erfahrungspunkte ganz okay. Sternteile auch okay. Wunderbar, steppen wir weiter. Da haben wir auch unsere Münze erhalten. Sehr, sehr schön. So. Beim nächsten Mal kümmern wir uns wahrscheinlich dann hier rum. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Dann verpasst ihr nämlich auch die nächste Folge nicht. Und ich würde sagen, abonniert den Channel. Warte, habe ich das nicht gerade schon gesagt? Es ist spät. Ich höre heute aufzunehmen. Ich muss die Videos ja auch noch schneiden, eins nach dem anderen. Und das schaffe ich heute sowieso nicht. Deswegen nehme ich mir jetzt eine Auszeit. Ihr nehmt euch auch eine Auszeit. Macht euch einen entspannten Tag. Ciao, ciao, Leute.